Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für alles gibt es eine Saison, auch für die Früchte und Gemüse in unseren Läden. Eine Ausnahme machen die Bananen. Sie haben immer Saison und sind bei uns zu jeder Jahreszeit erhältlich. Warum das so ist, woher die vielseitigen Früchte kommen und was es alles braucht, wie wir es in die Einkaufswägel legen können, möchten wir Ihnen heute im Gottfrischmärz-Studio zeigen. Die Heimat der Dolbananen ist Costa Rica in Zentralamerika. Ein erster Eindruck über die riesigen Plantagen gibt am besten den Blick aus dem Flugzeug. Und so sieht es aus, wenn man wieder festen Boden unter den Füßen hat. Aus den Ablegern, die nach dem Abschneiden der alten Pflanzen wachsen, entwickeln sich während der nächsten Monate neue 6 bis 10 Meter hohe Bananenstauden. Tausende von Pflanzen müssen während dem Wachstum und der Blütezeit jeden Tag auf Pilzbefall beobachtet, umsorgt und gepflegt werden, bevor die 30 bis 40 Kilo schweren Bananenbüschel geerntet werden können. Im Studio begrüße ich jetzt wie immer den Armin Amrain und stelle ihm gerade die unumgängliche Frage, warum sind die Bananen krumm? Ich weiss es zufällig. Durchs Gewicht biegt sich die Blüte nach oben. Weil sich die einzelnen Früchte aber wieder im Licht entgegenstrecken, entsteht die leichtbogene Form. Grüezi miteinander. Leuchtet eigentlich ein. Und was für ein Rezept haben Sie uns heute mitgebracht? Gratinierte Curry-Bananen. Für 4 Personen 8 Bananen schälen. In der heissen Brotbutter kurz anbraten und mit einem Teelöffel Curry bestreuen. Schinkentranchen mit Senf einstreichen und jede Banane damit umwickeln. Dann in eine eingefettete Form legen, einen Becher Rahm drüber gießen und nach Belieben mit geriebenem Sprienz bestreuen. Jetzt alles in der Mitte vom vorgeheizten Ofen ca. 20 Minuten gratinieren. Und nachher mit Trockenreis, Teigwaren oder frischem Brot und einem Salat servieren. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Bananen, Brot, Butter und Curry, Schinkentranchen, Senf, Rahm und Sprienz. Danke, Armin. Ein Rezept aus dem Frischmärz-Magazin, das diese Woche mit der Coop-Zeitung verteilt wird. Nach dem Ernten werden Bananen übrigens gebadet. Nicht, weil sie etwa dreckig wären, sondern um sie vom Latex zu befreien, der durchs Schneiden ausläuft. Nur die beste und schönste Ware wird dann aussortiert und in die speziellen Karton für die Selbstbedienung bei Coop verpackt und auf eins der Dol-Bananen-Kühlschiffe verladen. Wie die empfindlichen Früchte aus Zentralamerika zu uns in die Schweiz kommen und da bis in den Laden gepflegt werden, das ist das Thema einer weiteren Sendung. Zuerst aber jetzt noch etwas für alle, die auf den Geschmack gekommen sind und Costa Rica einmal näher kennenlernen wollen. Da einmal eine Telefonnummer, die Sie sich unbedingt merken sollten. Sie ist die Telefonnummer von Coop Extra Reisen, das Reisebüro, das Ihnen die günstigste Costa Rica-Rundfahrt mit den meisten Leistungen offeriert. 9 Reisetage für weniger als 1800 Franken. Nach der ersten Nacht in San José steht der Vulkan Poas und ein Spaziergang zum Hauptkrater auf dem Programm. Im weiteren Verlauf der Reise gibt es auch eine Bootsfahrt durch den Dschungel und eine Wanderung im Regenwald. Nach einem Besuch von einer Schmetterlingsfarm kann man sich in den Thermalquellen von Tabacón entspannen. Der Nationalpark am Arenalsee und der Artenreichtum der Pflanzen- und Tierwelt begeistert jeden Naturfreund. Und ein Rundgang auf diesen Hängebrücken durch den märchenhaften Nebelwald ist ein anderer Höhepunkt von dieser Traumreise. Mehr über Costa Rica, über Verlängerungsmöglichkeiten, Abflüge und Unterkünfte erfahren Sie, wie gesagt, unter dieser Telefonnummer. Heute Abend sind die Leitungen noch bis um 8:30 Uhr besetzt. Benutzen Sie doch diese Gelegenheit. Noch schöner ist es allerdings, wenn man so eine Reise nach Costa Rica gönnt. Und das ist möglich dank der zweiten Runde von unserem Superspiel 2000. Mitmachen lohnt sich also. Weitere Preise können Sie gewinnen dank der folgenden Sponsoren: Asu Green Gold, Mövenpick Kaffiram im Kännli, Emmi 4 Plus Joghurt, Green Tea und Dolbananen. Viel Glück! Nur Gewinnerinnen und Gewinner gibt es morgen wieder, den ganzen Tag in unseren Läden. Da ein paar Beispiele von den Angeboten zum Sparen. Ein Kilo Dolbananen kostet 2,30 €. Und HSC im Viererpack kommen Sie über für 6,60 €. Mit der GoProfit-Karte gibt es einen Butterzopf für 1,90 €. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen.